Als ich Anfang 20 war, da wurde ich von meinem Arbeitgeber ins Ausland versetzt. Ich bin nach Argentinien gezogen, habe dort gearbeitet und ein Teil meines Jobs dort war Verbandsarbeit. Das heißt, ich habe in einem großen Industrieverband mitgearbeitet. Ja, und dann ergab sich natürlich auch die Situation, dass ich da hin und wieder mal Präsentationen halten musste, also einem Gremium des Verbandes gewisse Dinge erklären sollte. Ja, Anfang 20, Fremdsprache. Also als die ersten Termine anstanden, wo ich präsentieren sollte, da war ich hochgradigst nervös, habe mich megamäßig verhaspelt und war alles andere als souverän, sondern ziemlich, ja, zappelig, hampelig, sehr unstrukturiert und das Ganze kam nicht so besonders gut rüber. Und das hat mich natürlich geärgert und ich wollte das verbessern. Und dann habe ich mir irgendwann Hilfe geholt, beziehungsweise ich habe sie eigentlich angeboten bekommen. Es gab dort ja, den Präsidenten eines größeren internationalen Verbandes, der auch immer mit in diesen Gremiensitzungen saß. Dino hieß der, ein Mit-50er Grieche, ein wunderbarer, sehr, sehr sympathischer Mann. Und der hat mir gesagt: Stefanie, ich erkläre dir jetzt mal, wie gute Präsentationen gehen. Dann hat er mich so ein bisschen gecoacht und hat mir so ein paar Tipps gegeben und gesagt, was ich besser machen kann und was ich verändern soll. Und dann hat er ja, mich so ein Stück weit begleitet. Und irgendwann war auch wieder so eine Situation, wo ich eine relativ wichtige Präsentation hatte. Und dann stand er vorher mit mir an der Seite und hat gesagt: Stefanie, du kannst das, du schaffst das, stoß mit mir an, du machst jetzt eine super Präsentation. Wir hatten zwei Flaschen Cola in der Hand, haben angestoßen, ich bin nach vorne gegangen und habe meine Präsentation souverän rübergebracht. Und dann bin ich wieder zu ihm zurückgegangen nach der Präsentation, habe nur gedacht, so ja. Und dann hat er mich gepackt und hat gesagt, weißt du was, daran, an diese Situation solltest du dich von jetzt an immer erinnern, wenn du irgendwie vor Leuten sprechen musst. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du immer eine gute Erinnerung hast an ein tolles Erlebnis, wenn du das nächste Mal wieder vor Leuten sprechen musst. Und das habe ich gemacht. Das habe ich eine ganze Zeit lang sehr, sehr bewusst gemacht. Und heute mache ich es hin und wieder immer noch. Denn wenn ich merke, ja, ich halte gleich einen Vortrag und ich werde so ein bisschen nervös und so ein bisschen angespannt, dann hole ich mir vor mein inneres Auge diese Situation mit Dino. Dann habe ich nochmal so dieses Klingeln im Ohr, wie unsere Colaflaschen aneinander schlagen oder aneinander klingen, muss man ja eigentlich sagen. Ja, und dann gehe ich genau mit diesem Gefühl, ich schaffe das und ich kann das und er steht da und er unterstützt mich. Mit dem Gefühl gehe ich auf die Bühne. Und dann klappt das auch. Und dieses, ja, sich bewusst machen von guten, von stärkenden Momenten, das ist ein unglaublicher Booster für ihr Selbstbewusstsein. Wenn Sie eine Situation haben, wo Sie sagen, ah, ich weiß nicht so genau und das klappt vielleicht nicht und das ist schwierig, dann sorgen Sie dafür, dass Sie in dem Moment, wo Sie in die Situation reingehen, sich eine Situation in Erinnerung rufen, ein Erlebnis ins Gedächtnis rufen, was richtig gut war, was stark war, wo Sie richtig gut performt haben. Denn das gibt uns Selbstbewusstsein, das gibt uns Kraft, das gibt uns Stärke, weil wir wissen, wir haben das schon mal geschafft. Ich bin Stefanie Voss und wenn Sie dieses Video irgendwo im Internet gucken, dann klicken Sie schnell rüber. Gehen Sie zu www.leaderonmyship.com. Dort können Sie dieses Video hier kommentieren, mir Fragen stellen und ich freue mich immer über jede Art von Reaktion, von Rückmeldung, Feedback zu meinen Videos. Leader on My Ship gibt es auch auf Facebook und natürlich können Sie gerne dieses Video hier an Freunde, an Bekannte, an Kollegen weiterleiten, die vielleicht auch ein Interesse haben könnten an diesen Inhalten. Ja, und last but not least, halten Sie das Steuer für sich immer sehr fest in der Hand, denn genau das macht Sie zum Leader on your ship. Bis bald.